Dann können wir wieder weitermachen. Dritter Tag hier. Tag das gleiche Level. Marktplatz. Ja, habe ich repaired? Okay, anscheinend. Keine Ahnung. Let's go. Ja, easy, kein Problem. Amok, danke dir. So, war da nicht eins, was höher ist? Verlängert, das bringt... Die Monsterjagst. Wie viel? EP-Gewinn? Und wenn ich Monster jag, kann man es nicht gleichzeitig nutzen, ne? Beides? 15 nochmal 30 mit Monster? Okay. Jetzt allein da. Das ist bestimmt wieder überfüllt, aber das ist eine gute Möglichkeit zu pushen. Und mit 44 können wir dann auch ins nächste Verlies reingehen. Oder ins... Nicht Verlies, sondern in eine neue Dungeon. Mal Mobs finden hier. Wir uns einen schönen Spot suchen. Scheiße, ist da schon jemand jetzt. Erstmal einen Spot suchen hier. Ja, die sind ja ekelhaft. Die sind kacke. Das sind auch schon welche. Toll. Findest halt niemand hier. Ja, der lässt sich ja nicht heranziehen, ne, der Typ. Ach, reingeworfen hier. XP-Trank, EP-Trank, alles hier. Für eine halbe Stunde. Aber ich muss jetzt hier grinden, aber es ist halt immer so eine Sache mit dem. Du brauchst einen Spot, wo du eigentlich alleine bist. Da wo nicht so ganz so viele sind. Bitte scheiße, einfach weitermachen. Das ist ja auch jemand. Keine Ahnung, man findet halt nichts. Das ist alles voll hier. Also so eine Ranke habe ich gar keinen Bock. Ich versuche jetzt so effektiv wie möglich zu arbeiten. Ranke, Elite, alles egal. Nur den kleinen. Geht schneller. Mehr Kills, mehr XP. Und dann halt nur auf. Wow, auch zu wenige. Weiter zum nächsten. Hopp. So, weiter. Wo geht's? Kommt normalerweise sofort wieder. Da ist auch schon jemand. Hier ist. Hier. Habe ich keinen Doppelcharge? Dann so. So, toll. Jetzt hab ich eine Melone am Kopf. Das ist ein Döner, sagst du? Ne? Einfach so lassen. Beste. Warum hast du eine Melone auf dem Kopf? Verstehe nicht. Da bei Outfit, bei I, kannst du oben ist so ein Helm, da kannst du das den. Die Melone außen einblenden lassen. Falls es dein Item ist, was du angelegt hast. Scheiße, Mann. Keine Mobs hier. Überall so viele. Ich kenne nur das Lied, ich habe Melone auf dem Kopf. Ich bin der Döner. Clanshop sieht hässlich aus wie nach. Will das Ding gerne loswerden. Der macht. Drück I, oben da ist ein Kopf, dann kannst du dir anzeigen lassen. Anzeigen oder nicht anzeigen. Kann ich jetzt nicht zeigen hier. Stress. Double Trank eingeworfen. Halten die unendlich oder halten die nicht so lange? Ein Tag 23, ein Tag 23. Was ist das hier? GP und das ist. Gold. Scheiße, so große Kacke. Weiter geht's. I drücken und dann da oben kannst du außen einblenden. So kleine graue Knöpfe sind da. Ja, aber es ist doch bei dir ausgerüstet. Safe, dass es nicht durch dieses Ding da geht. Hier, Helm anzeigen, aus anzeigen. Oder hier auf Stil ändern. Hier, Stil ändern und dann das Ding da rausnehmen. Schwierig jetzt hier. Da kann ich auch nicht irgendwelche Früchte hier. Ja, jetzt sind wir nicht so spießig. Sei ein bisschen weltoffen hier. Spezi. Scheiße, dauert zu lange. Ich brauche andere, noch kleinere. Ah, das ist... Geht nicht hier. Ja. Du kannst das dann in dein wie heißt das, Schlüsselobjekte wieder reintun, wenn du es rausnimmst. Falls es eine Kopfbedeckung ist. Sowas wie andere Objekte. Also, es gibt so viele. Musst du das normalerweise. Und wenn du hier Helm anzeigen und das dann wegtust oder so? Ist es hier bei Helm, ist es hier da? Bei Stil ändern? Oh, die Deutsche ist hier da. Weil wenn du es angezogen hast, musst du normalerweise ausziehen können. Ist es wirklich da oder bildest du das nur ein? Man weiß ja nie. Oder man kann ja nie wissen. Scheiße, Mann. Bin schon ganz am Rand unten. Vielleicht im Inventar, aber ist das nicht mehr? Oder einfach damit abfinden. Einfach sich damit abfinden und glücklich werden. Irgendwann wirst du das Ziel fühlen und denken, wie konnte ich nur ohne sein? Konnte ich nur mein Leben lang ohne sein? Das ist ein anderer. Echt, Trost. Kein Geschenk, kann ich sonst irgendwas für dich tun? Gags immer on point, Service on point hier, beste. Man kennt mich. On pointer. Ich frage mich halt, wie viel Punkte brauchen Erdrausch? 36, lol. Wie könnte ich an die rankommen, noch mit Damage zu machen? 20, das sind 27, war ich noch ein paar. Habe ich noch irgendwo was? So ein Einsatz und so ein Ding? Nee, Max, da habe ich nichts. Sehe ich das? Keine Punkte verfügbar. Schade. Ja, kriegt ihr eh keine Beute hier. Das Robert kannst du ja eh gar nicht aktiv. Vielleicht ist es ja für andere nicht sichtbar. Kein Plan. Also zur Not, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Du relockst nochmal, vielleicht ist es nicht mehr da. Du schaust doch nochmal bei I irgendwie oder du das rausziehen und das hast. Es muss doch irgendwo sein. Irgendwo muss es doch sein. Falls sein Buff ist, schau mal, ob sein Buff ist. Hier so ein Buff und klick das mit rechter Maus, hast du vielleicht weg. Buff lieber vielleicht wegklicken. Oder den Challenge. Du musst es, naja, wenn du sagst, du kannst es nicht ablegen. Vielleicht ist es so eine Art Elixier, der dich halt wild macht mit irgendwelchen Hüten am Kopf. Keine Ahnung. Weißt du, so, was weiß ich schon, ein paar da waren. Siehst du, da hat das alles erreicht, das Ding. 7 Stacks, jetzt. Energie KZ. Stolz auf dich. Mir kommt es vor, dass man später Level länger braucht irgendwie. Ich hatte am Anfang 14,4% eine Stunde gemacht. Jetzt mache ich kaum was. Und sogar mit Buff jetzt. 6, 7, zack, go. Ich will was probieren, warte mal. Ich habe eine ganz crazy Idee. Eine Talentierung gerade. Wenn man hier aus dem Kampf kommt. Stopp, okay. Also, wenn wir das hier. Habe ich das dritte von dem? Ja. Das hier so. Und dann den hohen wegmachen. Und das hier so. Und da
Double Charge? Haben wir, ist da 20, lol. Und dann Double herziehen? Lohnt sich halt auch gar nicht. Das ist halt auch. Das Stehenbleiben ist halt echt scheiße. Machen wir nichts anderes. So wird es ausgehen von den Punkten. Mit dem, anstatt das hier machen wir dann das hohe Ding hier. Warte mal, das ist aber. Warte mal. 65 Kraft. Oder wie 65 Kraft. Und hier erhöht die Kraft von 25%. Ruft am Einschlag kreuzförmige Explosionen hervor. Verursacht die Explosion gesoffene Gegner in den Säbel Schaden inflektieren. Aktiviert. Ach so. Ja, muss ich nochmal machen. Mal kurz testen hier, wie es ausgeht mit dem Dreier-Skill da. 7, das da und das. Das war's oder was? Gott, ist ja voll wenig Schaden. Der Skill ist ja super dann. Ist ja mies so. Ist so schlimm oder was? Echt? Okay, warum? Ja, ich wollte nur schauen, ob das hier, der Erdrausch, so viel Schaden verursacht hier noch, aber nicht genug im Vergleich zum Bellstorm dann. Nicht so effektiv. Und Hohn hat auch nicht den Sinn dann mit dem Bluff-Tempo. Ist wieder mal aus dem Kampf ging. Ja, nö, der Typ nervt. Dauert mir zu lange, es ist Zeitverschwendung. So muss es gewesen sein. Hab doch gar keine Zeit für das, wieso gewisse Gerechtigkeit muss. Schau mal, ich doch hier einfach. Wenn du Vulpin bist, hast du einen König und musst dich jeden Tag für einen Bücken oder hinknien. Auf sowas habe ich keine Lust. Und das ist eine Allianzfarbe aus WoW. Hasse sie. Deswegen, Ontari for the Horde. Die machen dich reißen und selber Sachen und Dinge machen. Ohne König. Also, sonst gibt's keinen Unterschied. Persönliche Meinung, sonst ist egal. Und moin, Wasserratte. Könnte ich noch mit reinnehmen, wenn du willst. Ja, es ist das einzig Logische. Das einzig Logische hier. Wer will denn schon so einen Schmutz-Non-Horde? Horde ist Beste und Horde ist Rot und deswegen. Weißt du? König, den du dienst, bücken für ihn, hinknien. Ekelhaft. Nicht mit mir. Was ich machen könnte hier, Nachtschatten, weil du schreibst, Gerechtigkeit muss sein. Das ist doch dieser Spell, der mehr Schaden macht, wenn der Mob low ist, oder? Den könnte ich nehmen, anstatt die Kette oder so, weil ich die eh nicht brauche, jetzt unbedingt. Wenn sie das meinen. Bin mir aber nicht sicher, wann ich hier nutzen soll. Also ich baue halt 7 Stacks auf. Mach meine Rota hier, mach meinen Hohn, mach mein Zusammenziehen und mach Bladestorm tot. Ich weiß nicht genau, wann ich ihn einbauen soll. Also wo dazwischen, weil es macht dann nur Sinn nach dem Bladestorm hier. 7 Stacks aufbauen, dann mache ich Hohn, dann mache ich Zusammenziehen und dann mache ich Bladestorm. Dann müssen sie tot sein. Ich weiß nicht, wo ich ihn einbauen soll, weißt du? Also wo dazwischen? 7 Stacks. Hohn ist noch nicht ready. Warte ich noch eine Sekunde. Das hier. Gut, einer, zwei, nicht tot. Jo. Ich meine, könnte ich skillen, aber ich bin mir nicht sicher halt dann, wo ich das mit einbeziehen soll. Hol dich halt hier ein bisschen. 4, 5, 6, 7. Zack, zack und Energie. Es nutzt sich nicht als Agro aufbauen, nutzt sich als Heilung. Und 25% Tempo. Angriffstempo. 25% Heilung pro tote Mob vom Leben. Angriffstempo 25% und ich erhalte auch 25% mehr Schaden, aber das ist egal. Also und ja, es ist auch Sport. Aber es ist halt der zweite Perk, macht halt das Speed und die Heilung, das Ganze. Ja, du musst mit Stunts arbeiten. Also im Arena-PvP ist er halt schon hier das sehr, sehr geil. Und eins der besten. Du musst halt mit Stunts und Blocks arbeiten. Du blockst, du stunts den Gegner. Ziehst du von mir aus hin, dann kannst du mit deinem Hammer draufhauen, dann musst du wieder blocken. Du musst halt viel defensiv arbeiten, ihn stunnen und dann kaputt machen. Musst halt aktiv und kontrolliert blocken. Und dann hast du ganz, ganz viele Sachen, die ihn zu CC'en. Der Charge CC'et, du kannst, wenn du blockst, kannst du ihn umwerfen mit dem Schild. Dann kannst du zweimal nochmal das Schild nehmen und nochmal umknocken. Dann hast du so einen Hammer, der wirft und knockt ihn auch noch um. Also du hast viele Sachen, um ihn umzuwerfen. Zu stunnen und zu CC'en. Durch deine Fähigkeit und durch dein Schild, durch deinen Block. Das ist so eine Art Counter dann. Du blockst sein Ding und dann machst du C, dann counterst du das. Dann kannst du mehrere, dann chargst du auch automatisch zum Gegner hin. Also Open PvP wurde ich verprügelt natürlich, weil ich immer während des Mobs, weil ich Open World keine PvP-Skillung habe. Ich habe meine Farm-Skillung. Und dann, wenn du hier 20 Mobs holst und irgendeiner kommt und dich töten will, tötet er dich halt. Weil ich nutze kein Schild jetzt hier so aktiv. Und wenn du den Schild-Spell nicht hast, dann war's das für dich. Das ist dieser eine blaue, das ist glaube ich der zweite Skill in der Leiste. Also musst du halt dann Open World im PvP-Ding rumlaufen. Das ist nicht geil. Du kannst auch so eine Mix-Skill machen, wenn du willst. Machst halt dann eine schöne AOE-Farm-Skillung, haust dir noch ein paar Sachen rein für PvP. Wenn du damit rechnest, dass dein Gegner kommt, geht auch. Kannst auch machen. Ich habe jetzt auch in meiner Farm-Skillung Skills, die ich nicht unbedingt nutze, die dann nur in gewissen Situationen sind. Schneller voranzukommen zum Beispiel oder jemanden herzuziehen. Du bist halt nicht zu vergleichen, also kannst du nicht vergleichen wie mit einem Schurk mit seinem scheiß AOE-Kreis, mit dem Slayer seinen Butterflies oder warum das da ist.
Also die machen alle ultra enorm Power Porno Schaden, den du aber blocken kannst und sie dann umhaust, weil du sie geblockt hast. Das ist so eine Art Gegenschlag mit Taste C. Muss ein bisschen geduldig sein beim Warlord. Ich bin da jetzt auch nicht der ist auch nicht meine Stärke, aber so hat man mir das auch gezeigt und da gibt es auch Videos drüber, dass dann das Blocken das A und O ist. Also dieser zweite Spell hier, ne? Der hier. Und dann noch dieses eine Schild hier, Schildaufprall. Die Sachen kannst du den um die Ohren hauen und dann, wenn du sie schaffst zu stunnen mit denen oder zu CC'en, kannst du mit deinen Berserker-Schmettern Schaden machen. Dann machst du aber auch gut Schaden. Immer schön die Stacks aufrechterhalten. Aber wenn du überrascht wirst, ohne PvP-Skillung im Open World, RIP. Einfach RIP. Aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel mit anderen Chars jetzt farmen würde, ich habe noch keinen anderen Char gespielt, pulle meine 20 Mobs, dann kommt einer und will mich töten. Der schafft es doch auch, weil ich ja sowieso schon angeschlagen bin. Oder die Klasse sind einfach so gut, dass die das überleben. Also würde ich mal probieren, so mit dem Schild-Dings da. Weißt du nicht, was du in der Leiste hast? Im PvP? Das hier ist jetzt meine eigene Mischung aus Farming und Schnellbewegung und Freiheitsskillung. Ist nicht super optimal, schätze ich mal, aber ich komme damit zurecht und ich kann gut farmen. Ich kann zwar niemals so gut farmen wie ein Schurke oder ein Slayer, aber es funktioniert halt irgendwie. So, nicht lange aufhalten, sie wieder gespawnt hier. Dritter Tag auf dem gleichen Level. Ganz wild. Ich glaub, wir machen jetzt mal so, jedes Level ist mindestens ist doppelt so lang. Das war jetzt 3 Tage oder wird 3 Tage sein. Das nächste wird 6 Tage und so weiter. Aber wenn ich das, was ich jetzt hier mache, aktiv gemacht hätte, hätte ich es geschafft in 8 Stunden. Aber ich habe ja Weltquests gemacht. Ich habe bestimmt 3 Stunden investiert, um zu schauen, welche Skill ich noch machen kann. Ich habe Verliese gemacht. Ich habe Dungeons gemacht. Wenn ich jetzt hier aktiv queste, ich bin ja dann in einer halben Stunde Level up, wenn ich möchte. Wenn ich hier aktiv farme. Ich bin halt nur an Grenzen gestoßen im Verlies. Bei dem 20. Ding. Level. Skilling habe ich jetzt schon viele probiert hier. Und ja, es passt soweit. Es liegt halt auch an meiner Offhand. Die haben wir heute geholt, eine Durchbruch-Offhand. Aber wieder zerstört beim Upgraden. Und damit mache ich enorm mehr Schaden. Und habe sogar noch einen Skill. Wenn ich so aktiv bin halt nur nicht so schnell. Slayer macht in 30 Minuten 30%. Ich mache halt in 1 Stunde 15% oder 14,4. Und ich habe mir schon so ein bisschen Speed, bin ich jetzt schon dabei. Vor allem die Elite in Ruhe zu lassen. Nichts anderes zu machen, nur die Kleinen und go, weiter geht's. Links, rechts laufen und fertig. Hier, die müssen wieder gespawnt sein, hier, weg da. Der Skill, wo der deine Klasse dir erklärt hat, der war flott mit seinem Skill. Ja genau, das habe ich ja jetzt. So wie er spiele ich ja. Ich habe ja diese Sachen von ihm. Und ich habe halt auch andere noch angehört, die schon gesagt haben, die haben mit den Sachen, die ich habe, sogar schon Level 30 geschafft, aber ich habe nicht genug Damage Output für Level 20 normal. Die Skillung übernommen von denen und habe das nicht hingebracht. Hat man aber auch gesehen dann, also Damage Output einfach nicht da ist. Deswegen brauche ich Durchbruchrüstung, das Schild. Haben wir geschaut? 3600 war Max Crit ohne die Offhand mit dem Hammer, mit dem Single Hammer da, mit dem Berserker Schmettern. Mit war schon über 4K. Ist nicht 4K, 4.1, 4.2. War schon enorm mehr. Die Runensteine, ja. Du kannst 1 zu 1 machen. Also 1 zu 2, 2 zu 3 und so weiter. Musst halt Staub brauchst du dafür und du musst die beim Aufstufen musst du einen der gleichen Stufe verwenden. Also einen anderen musst du dann opfern. Kaufen? Achso, kaufen? Ja, es gibt beim Händler einen Tag. Am Tag kannst du 2 so Kisten kaufen und da aufmachen kannst. Das sind, glaube ich, nur 1er beim Aufwärtssteine kaufen. Ach so, Aufwärtssteine Verrüstung. Sorry, ich habe nur überflogene Text mit den Chargen hier. Ich bin mir gar nicht sicher, wo ich den mal herkriege. Ich habe tausende von diesen Aufwärtssteinen da. Ich mache halt die. In den Indies gibt es welche. Wenn du Quests machst, gibt es welche. Aber so kaufen? Vielleicht tausche ich irgendwelche Marken? Ja, nein, vielleicht. Das ist jemand. Ich denke schon. Wenn dann nur tauschen und so direkt kaufen. Ich habe es immer aus Belohnungen bekommen hier. Müsste ich nachschauen, aber kann gerade nicht Spezi, wenn gerade hier XP-Fläschchen farmen hier. Aber ich habe die immer bekommen, aus allen möglichen Sachen. Aus Quests, aus Inis. Das sind diese Steinchen. Brauchst du die epischen oder brauchst du die blauen? Ja, die dauern zu lang. Weiter geht's. Jetzt hat er die auch weggemacht, die andere. Ja, blaue gehen plus 1, epische gehen plus 2. Hast du denn gar keinen einzigen Stein? Man kriegt so viele Kisten. Aus den ganzen Kisten habe ich die. Stimmt, aus den ganzen Kisten habe ich die. Stimmt, jetzt weiß ich wieder. Aus den ganzen Kisten. Da gibt es Steinchen. Hier gibt es Steinchen, Rüstungsset-Aufwertungs- oder Waffenaufwertungssets. Dinger. Steinchen. Aus den Kisten, die du kriegst. Kriegst du doch hinterhergeschmissen. Und so viele beim Level. Es gibt Rüstung und Waffen. Du musst halt die Rüstung halt schauen. Hast du die Kisten aufgemacht und dann irgendwas rausgenommen, einfach ohne zu lesen?
Ich habe die Kisten alle zugelassen, bis ich dann gewusst habe, was ich rausnehmen soll. Du kannst doch manchmal bei den Kisten so aussuchen. Wenn du aufmachst, gibt es so zum Aussuchen. Da gibt es dann Rüstung oder Ding. Jetzt ist da noch eine. Hast du keine mehr? Also einfach weiter. Du kriegst sie dann schon. Questen oder Inis machen. Du kannst ja für Inis einen Tag machen. Du schaust in der Instanz bei den Belohnungen. Guck mal bei den Solo-Instanzen, bei der Belohnung. Da sind sie sogar drin. Ja, ich krieg die auch hinterher geworfen. Beide. Deswegen kann ich die Frage nur so halb beantworten, weil ich von allem immer das genug habe. Jo, ich würde einfach weiter questen, Dailies machen, da sind sie auch, musst du mal schauen. Öffne doch mal die Karte M und schau mal in so einer Instanz. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, Mann, vor lauter Gelaber. Fuck, jetzt muss ich noch mehr Geld zahlen, um reinzukommen. Wieso geht da mein rechtes Ohr jetzt fällt immer wieder aus? Also mein Hörer. Shit, ich verliere Zeit, komm, ich verliere Zeit. Nur mal Geld zahlen, ey. Verlängere die Zeit. Wir haben noch 22 Stunden, oder was? Ja, hier. Und wieder rein, nochmal Geld zahlen. Scheißegal, rein da. Komm. 15.000, egal. Ich nerv da gerade mein rechtes Ohr, das ist immer wieder aus. Aber stimmt doch, Marcel, oder? Man bekommt ja etwas so, die Sachen. Ein schön Spawnpunkt dafür. Ich habe jetzt die Zeit verlängert. Man darf hier nur eine Stunde am Tag rein, damit man nicht unendlich grinden kann. Aber es gibt halt Belohnungen mit Fläschchen oder was auch immer das ist. Da kannst du das verlängern. Ich habe es eine halbe Stunde verlängert. Wir müssen was machen können hier. Ich möchte Level Up jetzt haben. Zieh Level Up jetzt. Heute. Und hier geht's halt am besten. Hier kriegst du gut XP. Noch einen XP dran nimmst, dann passt das. Die will ich eh nicht hier. Da. Alles viel zu weitläufig. Komm, 5 Stacks, 6 Stacks, 7 Stacks, go. Okay. Hast du gefunden, Spezi, bei M bei der Karte, der M drückst? Welche Instanz oder so zum Beispiel? So einen guten Spot da. Hier ist noch überall ist einer. Aber ist geil, einfach questen und machen hier. Meine Story geht erst weiter mit 45 hier. Das dauert noch eine Woche. Gibt's auch keine. Die bringen wir nichts, die 2-3. Komm, weiter geht's. Auf der Straße nochmal geil welche. Komm, 7 Stacks. Komm. Dreh dich, hol nur. Keine Ahnung, ich lese es nicht. Ich drücke noch weiter und gehe dahin, wo er sagt. Mir egal, warum, wieso, weshalb. Ich mache halt, was da steht. Weiß ich nicht, habe ich nicht gelesen. Ob's gut, schlecht ist. Bin hier auf Azeroth und fertig. Das war's. Wenn Azeroth ist, ist ein Abschnitt von Azeroth. Es nennt sich Herz. Das war's. Was soll ich sagen? Wenn man fragt, dann Azeroth. Weiß ich echt nicht. Wenn ich Tiefgang haben will, schau ich einen Film. Oder Eeliking. Weiß genug Tiefgang. Zwinker. Der ist jetzt auch schon tot. Hey Shiggy, was geht? Ja, hoffentlich mal Level Up gleich. Hoffentlich Level Up gleich. Ganzen Tag schon unterwegs hier. Viel gemacht, sehr geil. Bosse auch probiert, Dungeons gemacht. Leider bei dem Boss gescheitert, nicht genug Power. Schaden noch ein bisschen zu schwach. Skillung versucht zu ändern. Bisschen weitergekommen. War immer noch zu schwach. Deswegen jetzt leveln. Müsste gleich Level Up sein. Dritter Tag bei dem Level. Sehr geil. Viel heute gelesen, heute diskutiert, mehrere Skillungen getestet, Fähigkeiten verändert und probiert. Und jetzt bin ich wieder da wo ich gerade bin. Der Grind hat eben angefangen erst. Bis jetzt habe ich all das nicht gemacht, lol. Aber du kommst immer zur gleichen Zeit. Und das ist halt nun mal so in die Zeit. Da habe ich Bock drauf. Wenn ich Quests mache und Bosse probiere, ist es für mich kein Grind. Ich habe halt mehrfach den Boss probiert. Ich habe 4 Instanzen gemacht. Anscheinend geht das. Ich muss das vielleicht in den Clan-Laden packen oder so. Ich bin nicht sicher. Ich musste nochmal forschen und schauen, dass ich in den Clan-Laden packe oder so. Der andere meinte, das geht. Also es meinte noch jemand, dass es funktioniert. Aber es ist irgendwie unlogisch, wenn da nur steht, dass es für den Clan-Leader ist. Warum soll es denn dann gehen? Mach, das habe ich auch gemacht, Shiggy. Bin schon ewig wieder wach. Hab mir 2 Stunden nachts gegönnt, Schlaf. Früh aufgestanden, duschen, rasieren, Essen gemacht. Unter dem bin ich dran. Muss dann heute, hab heute noch einen späten Termin. Muss dann auch nachher nochmal weg. Muss mich davor nochmal hinhauen. Sonst schaue ich das nicht. Ziemlich viel Schmerzen heute gehabt bei dem scheiß Duschen und Rasieren. Dann für mich geht der Tag jetzt richtig los gleich. Da muss ich mich beeilen, dass ich wieder zu Hause bin. Aber was soll's, geht ja nicht anders jetzt heute. So, gleich habe ich es geschafft. Der Helikopter, was geht? Bis jetzt hier gespielt. Von einer halben Stunde angefangen zu grinden. Und jetzt gleich Level, wenn ich noch Mobs finde irgendwann. Wieder viel über meinen Char gelernt heute. So krass. Werde aber dann bald auch einen anderen anfangen. Ja, erst noch halt ein Level weiter, ne? Dauert noch. Nächste, weiß ich nicht. Ich glaube, ich brauche halt dann eine Woche für den nächsten Ding. Also jetzt Level Up, der nächste Level Up. Ich predikte nächsten Freitag dann. Vielleicht. Eine Woche brauche ich safe. Wenn nicht noch länger. Und besonders, wenn ich jetzt ab morgen einen anderen Char testen möchte. Aber das 44 wollte ich noch voll machen. Und mir auch dann noch geben, diese neue Sache mit 44. Ja, schau mal. Auf die Kopter kann dir helfen hier. Aber warum PvP? PvP oder was? Spielst du in PvP? Ja gut, nachdem du Monster getrunken hast, dann bist du hübblig. Das hast du ja gesagt. Das ist klar. Wie viel XP haben wir jetzt gebraucht hier überhaupt? 4 Millionen? Wo steht das? 48 Millionen haben wir gebraucht. Okay. Das freut mich. Lass die sich nicht ranziehen, oder? Doch. Man darf auch nicht getroffen werden, oder? Man muss immer in Bewegung bleiben. Was ist denn so die leichteste Klasse mit viel Schaden und
gut aushalten. Ist das doch Slayer? Ist immer die Antwort Slayer eigentlich oder was? Slayer Assassine? Ein, zwei Tasten, gut ist. Aber ich hatte schon Level Up, gar nicht gemerkt. Gar keinen Blick. Ja gut, du bist ja Mage, oder? Also so, Ede ist ja in WoW was ganz anderes. Einfach Level Up, ich hab gar nicht gemerkt. Ich hab gewundert, wann habe ich jetzt endlich Level Up? 552, schau mal. Hier, Schwerwind hat Objekt 552,39. Ja, ich sag ja sowieso Mage, von daher. Elementarmagier, weil er verschiedene Elemente beherrscht. Und ein Zauberer ist dann, ein Sorcerer ist dann, beherrscht er keine Elemente, Feuer, Frost. Er zaubert nur, wie lahm das klingt, oder? Wie schlecht halt. Wie traurig, dass er nur zaubert. Mann, kann man sich nicht mal kurz aufsetzen hier, um ihn fast zu verracken. Ja, aber Level Up hier. Geschafft. Geschafft. Freitag 15 Uhr, sagen wir mal 15 Uhr, keine Ahnung, 33 haben wir es geschafft. Das ist auch schon wieder jemand, der diese Rank hier nicht haben. Ich möchte diese Rank hier nicht haben. Erst jetzt seit einer halben Stunde. Ich habe ins Level Up. Ich habe den Trank reingeworfen und habe Level Up jetzt gemacht hier. Wird doch, glaube ich, erstmal das letzte Level sein mit dem Char. Denn jetzt dauert es lange. Jetzt dauert es lange. Das Level habe ich ja schon 3 Tage gekostet. Ich werde jetzt noch einige Sachen mit dem Char durchziehen. So, werde die neue Instanz da machen. Werde mir das alles anschauen. Werde jeden Tag meine Inis machen. Dailies. Aber werde auch einen anderen probieren. Ich glaube für Solo-Content ist ein anderer Char besser. Wegen mehr Schaden und so. Den nutze ich halt dann zum Tanken mit Teamen oder so. Das stört mich ja nicht. Das kann für mich auch ewig dauern. Ich hätte doch kein Problem, wenn ich Level 1 jetzt noch wäre. Das stört mich nicht. Je langsamer, desto mehr haben wir vor uns. Genau, mal reinschauen. Why not? Mal gucken. So 2 Chars auf 40 zu haben, wäre nicht schlecht. Dann kann ich noch mehr Elis machen. Das ist doch... Hey, das ist doch eigentlich richtig geil. So 2 Chars auf 40 haben. Dann kann ich jeden Tag so Inis machen. Einfach Instanzen. Mal wieder probieren. Das da... Also... Ich bin mir nicht sicher, du. Also im Kopf schwebt mir halt zu viel Scheiße, um zu einer klaren Antwort zu kommen. Man kennt gerade wegen Schork, aber nochmal Nahkämpfer, weiß ich nicht. Oder wegen Slayer. Auch Nahkämpfer. Haben mich beide Marine einfach stehen lassen. Wie ein Stück Scheiße. Also Mage, weiß ich nicht. Also... Und Healer auch nicht unbedingt. Was bleibt denn da noch? Hunter? Nee, oder? Ich mach keinen Hunter. Erstmal kann man 3 machen, dann... Falls du mehr machen möchtest, musst du dir, glaube ich, so ein Ticket mit Slot holen. Ich weiß nicht, was das kostet. Kannst du theoretisch aber auch auf mehreren Servern einfach immer 3 machen. Also kannst du aktuell zwischen 9 machen. 3 Server, 3 Chars. Ich überlege sogar, dass ich es auf einem anderen Account mache. Einfach so, kein Plan warum. Dass ich die ganzen Drops wieder kriege, dass ich die ganzen Sachen habe, weil der erste Account ist halt immer. Der erste Char auf einem Account ist halt immer geil. Hier ist alles geschenkt. Das kriegst du beim zweiten nicht mehr. Die ganzen Spezialkisten und alles kriegst du beim anderen nicht mehr, beim zweiten Char. Aber ist doch nicht schlimm. Es sind auch die anderen Server frei, Wasserrat. Wenn du uns anfangen möchtest, geht's auch. Einfach draufklicken, es funktioniert. Wollen wir mal testen. Ist egal, was da steht. Andromeda. Erster Server. Also es haben in den letzten Tage schon... Ach warte, habe ich im Plan nicht geschaltet? Habe ich vorhin... Doch, ich habe die Anladung angenommen. Okay, passt. Beten anzunehmen. Was ich ja geil finde, du bist mit dem Account im Clan. Twingestell bist automatisch auch drin. Du bist mit einfach dem Account im Clan, nicht mit dem Ding. Das wäre halt bei WoW auch mal ein Vorteil. Bist du einmal im Clan, bist du mit allen Chars im Clan. Und kannst nicht woanders dich rumtreiben. Wir Ultra, so Battle.net-Clans einfach. So was wie Community halt. Wie lange haben wir noch? 2 Minuten? Insgesamt 9 Minuten. Gehe ich raus, habe bestimmt voll die... Also mit neuen Level habe ich bestimmt wieder ein paar Quests, die mache ich noch. WoW Gildenbeitritt ohne Accountscreen wäre kein WoW. WoW Gildenbeitritt ohne Accountscreen wäre kein WoW. Check ihn. Komm mit. Oh, das Spiel ist wieder gesoffen. Du hast dich verändert seit deinem Monster Energy. Alle sagen das. Das will ich gar nicht. Wer noch beleidigt hier? Weißt du, wenn man den ertappt und erwischt hier? Na, beleidigt hier. Das Luder. Oh. Nein, gib nicht Darkface Traden. Finde ich gut. Als ich einer Gilde beigetreten bin, damals musste ich eins einreichen. Damit der Gildenleiter sehen konnte, ob ich Twinks habe. What the fuck? Am Arsch lecken. Screen einreichen. Also echt, oder was? Damit du dich nicht woanders rumtreibst, oder? Aber eigentlich ist das okay, es ist okay. Aber schon ein bisschen, also ich hätte gesagt, fick. Also ich hätte gesagt, natürlich sehr gerne, gar kein Problem. Ich gebe dir von deiner Mutter, also ich schicke dir natürlich gerne einen Screenshot. Gar kein Problem. Also, oder? Hey, was meinst du? Frech, oder? Sowas. Was? Also Hasen hier, bitte. Von sowas distanziere ich mich hier, Mutterwitze. So was habe ich nicht gesagt. Was? Nein. Ich habe nur gesagt, natürlich tue ich den Screen die Einreichung von meinen Twings und Charakteren. Genau, so ungefähr Soulfly. Nach dem Motto LMA. Ich also. Das geht nicht. Hey, mir hier die Worte im Mund, zusammen umwursteln hier. Umdrehen, ihr wisst schon. Wie die Wunde aufkratzen im Mund. Zusammendrehen, ne? Ich glaube, so geht das. Hey, wow, ich habe schon wieder 1% vom Mason-Level. Yay.
Huch, ich muss echt sagen, ich freue mich, dass dieses Abenteuer mit einem Knochenschar erleben zu dürfen. Das ist einfach geil, ist keine Ahnung, ich fühle das halt. Dieses aktive Kampfsystem ist einfach, hätte ich viel früher Spiele spielen müssen mit aktivem Kampfsystem. Hab mir mal gedacht, scheiße, das ist gar kein Entspannen, gar kein Chillen. Egal! Aktiv kämpfen, schön ausweichen. Super. Und Auto. Auto hinlaufen zu den Quests. Ja, ich habe gehört, also ich kenne solche Gildenmethoden auch hier. Ja, aber du hättest ja theoretisch, nachdem du den Screenshots ihm geschickt hast, dann einen Twink anfangen können. Oder musst du dir regelmäßig Screenshots schicken? Naja, wenn er gerade nicht in einem Baum oder so und nicht in ein Auto laufen anmacht, der schickt dich durch die feindliche gar nie. Ja, das ist manchmal komisch der Weg, aber ich sitze ja doch noch davor. Also ich bin ja selten, dass ich komplett weggehe. Ich war 2 Wochen in der Gilde, dann haben sie gemerkt, dass ich ein schlechter Mensch bin. Ja, das weiß ich. Also, das ist immer was Neues. Also, schlechter Mensch, weiß ich, kenne ich. Du bist seit Jahren. Gegensätze ziehen sich an, weißt du? Ich bin ein guter Mensch, du bist ein schlechter Mensch. Nee, ich habe den ganzen Tag gewerkelt hier. Inis gemacht, geangelt, verkauft. Viele, alle Items, die ich bekommen habe, fast verkauft, alle Weltquests. Schon wieder meine Rüstung? Ja, ich habe noch 2 Minuten. Heute, ich war ja schon drin, meine Rüstung war komplett. Das ist nicht so geil. Ist der bestimmt da. Habe ich auch fast gehabt, aber ich war mit NPC zum Glück. Da unten bei der Windplantage, wie die heißt, oder? Da ist doch. Sind doch Quests im PvP-Gebiet. Direkt in der Nähe. Ich habe heute Inis gemacht hier. Ich habe heute viel geredet über die Skills, habe viel getestet, habe gegrindet. Bisschen, also jetzt die letzte Stunde. Und das Gold, ja, halt durch die Verkäufe. Und ich habe halt nichts mehr ausgegeben. Gestern fürs Haus ausgegeben halt wieder 200.000. Dann für das Ding ausbauen. Also heute habe ich noch nichts ausgegeben, nichts gekauft. Außer meine Durchbruch-Offhand zerstört. Mit zweites Mal aufwerten. Weiß ich gar nicht mehr. Sie hatte. Er hatte 2 graue, 2 gelbe und 2 graue. Ja, muss sein, ja. Ich glaube schon. 2 graue, 2 gelbe, 2 graue. Und ich wollte zu dem gelben unbedingt hinkommen. Ich wollte 4-mal aufwerten, beim 2. Mal war sie weg. Und die war schon sehr, sehr stark und die bringt meinen Char enorm weiter. Ich habe den 20. Boss in der Herausforderung nicht geschafft. Und tschüss, ein paar Sekunden bin ich weg. War nett mit euch hier. So, hat sich ja gelohnt. Das heißt, Soulfly nie wieder in die Küche gehen. So, Level up. H sagte mir. War 25. So, ich habe da noch ein paar 100 Fische verkauft. Und auch alles, was ich so bekomme, habe ich alles verkauft in letzter Zeit. Und heute mal nichts ausgegeben. Habt ihr gesehen, wie ich immer am Hungersnot leide? Boah, krass, die ist halt schon sogar mit Gelb, hey. 260, 200, weg damit. Oh, die ist 50k wert, okay. Die ist nicht schlecht, weil die schon gelb ist. Von Anfang an. Ich muss 3 Gelbe drauf machen. Was haben wir nicht jetzt gezahlt? 11.000. Habe ich vorhin auch gemacht. Ich glaube, ich verbrauche immer so 2 Kränze am Tag. Die habe ich gar nicht mehr gemacht. Ich habe sie bloß 2 mehr gemacht und irgendwie habe ich vergessen, dass ich sie machen kann oder so. Weiß nicht. Ach so, und weißt du, was ich noch hatte? Ich hatte eigentlich gut Gold gemacht mit dem 100.000 noch gemacht mit dem Auto farmen. Gut ist jetzt nicht so, ist das nicht so gut, wirklich gut, aber trotzdem 100.000 war auch dabei. Hast du jetzt den Helm abbekommen hier, deinen Hut? Ja, ist heftig, ne? 10 von denen gibt eine Lila, gibt 80. Entweder 10 mal 10k oder die Lila 80k. Nebengeschichte geht weiter, ja. Aber jetzt, warte mal. Was wollte ich jetzt? Ich habe irgendwas machen wollen. Das soll hier erstmal hier diese Dinger wieder abholen, Alter. Schauen wir sie mal alles verkauft, guck mal. Zack. Beste. Missionen. Geil, so ein Teil bekommen hier. Super. Ich forsche erstmal nochmal diesen Trank. Der ist echt geil zum. Der ist echt geil für uns. Die habe ich jetzt auch benutzt zum Skillen. Also zum Skillen, zum Leveln. Hier habe ich alles geholt für heute. So, was ist denn? Der Char ist soweit gut. Die Geschichte muss ich dann spielen. Dann morgen hole ich mir noch eine Durchbruch-Offhand. Ob die dann wieder kaputt geht, weiß ich nicht. Ansonsten mache ich halt nur noch das, mach meine Instanzen, mach meine Dailies und hole mir die Durchbruch auf, wenn immer alle 2, 3 Tage. Und mal gucken. Wichtig mit den Marken. Gut, schauen, wie viele Stunden ich hier noch ready habe. 3:48. Ja, ist eine gute Zeit. Müssen wir kurz aufstehen, den Krampf Pipi machen. Ach so, gehen die Enrage oder was? Ist das, wenn man zu lange braucht? Ich dachte, das ist immer ein Anführer da, der sie bufft. Ach, hat das mit der Länge des Kampfes zu tun? Okay. Weißt du nicht genau warum? So. Ja gut, wenn ich hin und her gezogen würden wir, also. Dann hätte ich auch keine Nerven mehr dafür. So, nochmal meine AP verbrauchen. Beste. Geil, Bergbau ist immer schön. Krass, was haben wir denn da alles? Ist noch nicht fertig hier, okay. So, was haben wir denn noch hier per Post? Ah, noch Money bekommen. Geil, Money ist immer gut. Money nehme ich gerne. Verlies. Ja, ich habe was Neues. Hier. 44. Ich darf aber nicht rein. Ich brauche Objektlevel 400. Ich habe 396,05. Ah ja, fühle ich.
Darf ich denn nicht rein hier? So eine komische Sache hier. So eine komische... Ist das denn hier freigegeben? Ja, ist es okay. Gut. So. Warte, kurz. So. Dann muss ich mal hier umloggen. Krass, wie aktiv hier. Beste. Wo ist denn das? 835 Minuten haben wir heute geschafft. Ist das? Stimmt das, was hier steht? Ist das hier 9,75? Beitrag. Wie kommt man denn auf einen Beitrag? So, was ich jetzt machen werde, der folgende Plan schaut so aus. Ich muss mich ein Stündchen hinlegen. 17.30 Uhr werde ich abgeholt. Bin dann ein Stündchen weg, knapp ein Stündchen. Bin aber im Chat erreichbar und dann geht's dann weiter. Heute Abend mit WoW. Hier, wenn du auf G gehst, siehst du hier, was für Beiträge man hat. In der Gilde 8% habe ich jetzt. Das ist jetzt der folgende Plan. Also ich habe heute Abend noch einen späten Termin, das habe ich schon die letzten paar Tage gesagt. Und deswegen muss ich mich vorher, ich habe mich heute auch ja schon frisch gemacht in der Früh, deswegen muss ich mir auf jeden Fall vorher noch ein Stündchen hinlegen, so wie wir es immer abends machen, normalerweise von 18 bis 19 Uhr, aber jetzt, da ich um 5:30 abgeholt werde, mache ich es halt vorher. 17.20 Uhr ist Wecker. Jo, so ist das. Jetzt kurz hinlegen, dann abgeholt werden, dann kurz hingehen und wieder zurück. Ich schaffe diesmal jetzt nicht irgendwie euch mitzunehmen mit Video oder Audio. Video sowieso schwer. Audio vielleicht per Discord, dass ich einen zweiten Discord-Account habe am Handy, dass ich dann wieder reinkomme ins Chat und dann mit euch quatsch. Sondern nur per Text bin ich halt da. So oft wie möglich halt auch nicht immer, je nachdem, wenn ich im Gespräch oder so bin, halt nicht. Das ist der folgende Plan jetzt. Es ist halt ein 24-7-Stream, da muss ich halt auch immer Sachen und Dinge machen, die halt wichtig und richtig sind. Und wichtig. Und deswegen einfach mal Stündchen hinlegen, dann ein Stündchen unterwegs und dann bin ich wieder da. Jo, das weiß ich nicht. Da können wir uns mal durchlesen bei Gelegenheit. Bei 10.000 Gold und 20 mehr Mitglieder kann man das verteilen, aber das ist halt auch nicht viel. 10.000 Gold durch 20 ist halt auch nichts. Ja genau, das mache ich gerade. Das mache ich. Woher weißt du das? Hab gerade deswegen schon einen anderen Rechner angemacht. Frech, einfach Spoiler hier.